einer der Haupt... Sie haben sich aber ganz schön Zeit gelassen, hier anzukommen. Erwarten Sie nicht, dass ich so einen Schlendrian in meiner Firma tolerieren werde. Sie arbeiten jetzt für Collis Potter Huntington und ich habe nicht die ersten beiden transkontinentalen Eisenbahnrouten überhaupt mit aufgebaut, indem ich Mittelmäßigkeit zugelassen hätte. Was wir hier machen, wird Geschichte schreiben. Ich habe ja immerhin die Texas and New Orleans Railroad nicht aus Jux und Dollerei aufgekauft. Wenn wir hier fertig sind, dann spannt sich eine durchgängige Eisenbahnlinie vom Atlantik bis zum Pazifik. Die erste ihrer Art. Ich nenne sie die Sunset-Route. Ihre Aufgabe wird es sein, sich um den letzten Teil der Strecke zu kümmern. Sozusagen das Herzstück. Von Austin bis zur Mündung des Mississippi. Ich habe eine riesige Strecke zu überwachen. Also lasse ich Ihnen freie Hand. Aber ich warne Sie. Enttäuschen Sie mich nicht. Die Texas and New Orleans ist ein Schatten von dem, was sie einmal gewesen ist. Der alte Glanz ist im Sumpf versunken und nur noch in East Texas ist ein kleiner Rest übrig. Hier setzen Sie an. Ihre erste Aufgabe wird es sein, ein Fundament zu errichten, auf dem wir bauen können. Ja, und damit sage ich mal herzlich willkommen hier zurück zu der Mission, der vierten Kampagnenmission. Und der eine oder andere wird sich denken, das kennen wir doch alle schon, das hatten wir doch alle schon. Ja, ist korrekt, das hatten wir auch. Aber ich bin an einem Punkt angekommen, wo es nicht mehr weiterging. Konnte machen, was ich wollte. Wir kamen nicht mehr hinterher. Zeittechnisch und geldtechnisch keine Chance mehr gehabt. Deswegen fange ich nochmal neu an. Das Ganze für euch dann aber in ein Speedbild. Zumindest bis zu dem Punkt, wo wir aufgehört haben mit der anderen Variante. Damit ihr mal seht, wie es besser laufen kann. Und ich würde sagen, in dem Moment jetzt, wie immer gilt natürlich, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich liken. Und ich sage, Speedbuild, go!
Thank you.
Ich bin erleichtert zu sehen, dass Sie wohl zumindest ein Rad von einem Schornstein unterscheiden können. Sie wirken hektisch. Muss ich mir um den Erfolg kommender Aufgaben Sorgen machen? Ich wäre ja anders vorgegangen, aber Ihren Erfolg kann ich nicht bestreiten. Machen Sie erst mal weiter so. Unser Netz im Osten von Texas ist nach wie vor verbesserungswürdig. Wenn Sie es richtig machen, können Sie hier viel Geld für den Ausbau verdienen. Abseits des Startkapitals habe ich nämlich nicht vor, Sie zu subventionieren.
Ich respektiere Ihren Mut, gegen mich anzutreten. Möge der Bessere gewinnen. Sie können Ihren Bahnhof nun schließen. Die Stadt hat einen richtigen bekommen. Es sieht so aus, als würde Ihr Zug die weiße Fahne schwenken. Thank you.
diesen Schuppen nennen Sie einen Bahnhof? Vernichten! Sofort! Eine Panne. Ich würde sagen, Ihr Zug ist ein Rohrkrepierer. Thank you.
Endlich mal eine Schlacht, die sie gewinnen konnten. Ich sehe bei Ihnen nur Pannen. Das wird ein ungleicher Kampf.
Es sieht so aus, als würde ihr Zug die weiße Fahne schwenken. Thank you.
Ich kann Ihnen eine gewisse Kompetenz nicht abstreiten. Sie erinnern mich an meine Geschäftspartner beim Bau der Central Pacific Railroad. Alleine nicht sonderlich helle, aber richtig fokussiert könnten Sie strahlen. Und wieder hat einer Ihrer Züge unterwegs die Räder verloren. Hier lag an dieser Stadt sowieso nichts. Und jetzt noch weniger. Sie haben sicher gehört, dass meine Southern Pacific bereits zusammen mit einer anderen Strecke eine transkontinentale Eisenbahnverbindung darstellt. Die Verbindung in Deming bringt zwar Prestige, aber dennoch muss ich meine Einnahmen teilen. Ungeheuerlich! Wie? Was? Sie sind schon wieder fertig? Immerhin eine Person, der ich nicht das Händchen halten muss. Lassen Sie jetzt bloß nicht nach. Bevor wir durch die Sumpfgebiete bauen können, müssen wir noch genügend Stahl für Brücken produzieren. Währenddessen sollten Sie weiter nordöstlich expandieren. Geben Sie jedoch Acht. Auf diesem Gebiet hat sich die Konkurrenz bislang ungestört ausbreiten können.